Hey, liebe Zuschauer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir heute zu feiern haben. Hey, wir haben ein Jubiläum und wir sind so glücklich, verdammt mega glücklich. Happy. Liebe Zuschauer, wisst ihr, was diese Zapfen bedeuten? Es sind im Ganzen 200 Stück. Wir haben sagenhafte 200 Vlogs gedreht, die ihr gesehen habt. Ist das nicht mega geil? 200 Stück! Sagenhafte 200! Das ist unglaublich! Ja, jeder Zapfe eine Menge, Menge Arbeit. Hey, fast voll das Glas. Die Vase. Geil. Aber ey, wir sind echt von stolz, dass wir das geschafft haben. Dass wir so lange durchgehalten haben. Also es gab ja eigentlich nie einen Grund zum Aufgeben, aber dass wir trotz allem auch neben der Arbeit das so gut hingekriegt haben. Ja, es ist doch eine Menge Arbeit. Also es ist auch eine große Geschichte dahinter. Also wir haben schon so viel zusammen erlebt. Zusammen habe ich schon so viel gemacht. Und wahnsinnig viel, ja. Ich finde es einfach geil. Und diejenigen, die uns von Anfang an verfolgt haben oder in der Mitte reingeschaut haben und noch sich ein bisschen mehr darüber informiert haben, haben sicher auch gesehen, wie wir uns weiterentwickelt haben. Also wenn wir heute die ersten Vlogs anschauen, oh Gott, da denke ich, nein! Oh, unglaublich! Und auch das Hochdeutsch, also logisch, es ist ja immer noch nicht perfekt, soll es ja auch nicht sein, aber es ist bedeutend besser geworden als am Anfang. Das ist schon gut, also ich kultiviere ein bisschen Schweizer Dialekt im Hochdeutsch, das muss ein bisschen sein. Ja, natürlich. Also, wuhu! 200 Stück. Also das größte Dankeschön, das gilt ja euch Zuschauern, euch Abonnenten, dass ihr uns da so fleißig unterstützt und auch immer super schöne Kommentare schreibt, auch interessante Fragen. Also man sieht sehr gut, man merkt, ihr seid da auch voll dabei. Und das ist uns extrem wichtig und das freut uns wahnsinnig sehr. Ja, danke euch viel, viel mal. Auch für die interessanten Fragen, die echt motivierende Kommentare. Also, es gibt so schöne Geschichten, die wir hören, auch per E-Mail, auch in Kommentaren. Und wir hätten nie gedacht, dass wir das so erreichen könnten. Also als wir gestartet haben, mein Gott, hatten wir ein paar Abonnenten und da hätten wir nie gedacht, dass wir so weit kommen. Also wir sind jetzt momentan aktuell, sagen wir euch Statistik, haben wir 1569 Abonnenten. Und das ist einfach hammergeil. Für uns ist es genial. Ja. Also wir sind schon ein bisschen ein Nischen-YouTube-Kanal, also keine Kosmetik, kein Spiel. Ja. Dass es so viele Interessenten hat, das ist schon für uns gewaltig. Sehr, sehr schön. Wir erzählen unsere Geschichte von unserem Betrieb, von unserem Weingut. Ja, dass es so viele Leute interessiert. Ja, wir nehmen euch mit und manchmal geht etwas kaputt, dann müssen wir reparieren. Und, es gibt schöne Sachen. Ja. Das ist so, das ist das Leben. Und genau. Wir nehmen euch mit. So, das ist viel besser. Sind wir uns besser. Ich meine, jeder dieser Zapfen, das ist eine Geschichte. Das sind 5 bis 10 Minuten. Mittlerweile ein bisschen länger. Ja, meistens sind es 12, 13 Minuten. Ja, das ist eine gute Geschichte. Aber es ist im Fall, wir müssen dazu noch sagen, wir haben immer gesagt, ja, der beste Durchschnitt wäre 10 Minuten. Und, aber dann hat man filmt so viel und es gibt so viele Eindrücke, dann werden die Filme automatisch einfach länger. Und es gibt so viele Sachen, die wir auch rausschneiden, weil es einfach keinen Platz hat. Ja, also. Es ist viel Material, das wegkommt und wir nehmen einfach die schönen Bilder, die guten. Genau. Ja, das ist einfach nicht, es soll ja nicht so lang sein, es soll unterhalten sein, das ist auch das Ziel. Das ist so. Und wir haben noch in den letzten paar Tagen haben wir einigen Besuch bekommen von ein paar Abonnenten von uns und das hat uns riesig gefreut. Also mal sicher die Christine und der Christoph mit dem kleinen Fred. Vielen Hallo. Dank nochmals für den tollen Besuch, es hat uns wahnsinnig gut gefallen. Und gestern waren Martin und Regina bei uns mit den Jungs, also das ist schon
Mega toll, ja, vielen Dank. Viel Spass mit den Weinen, ja. Und dem Badewannenwein. Und ihr dürft uns sehr gerne besuchen kommen. Wir freuen uns riesig, auch dass ihr die Wege auf euch nehmt. Also ich finde das Wahnsinn. Ja, das ist von weit, weit her. Von weit her. Am besten schreibt eine E-Mail. Ruft an, schreibt eine E-Mail, dass wir wissen, dass sie kommt. Dann können wir einen feinen Apero vorbereiten, ein bisschen Weinkühl stellen, dann haben wir auch richtig gut Zeit für euch. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Wirklich am liebsten eine Meldung geben, dass ihr kommen möchtet. Dann sehen wir auch, wie wir Zeit haben oder können es uns einrichten. Und das macht viel mehr Spaß. Und viel, viel mehr Zeit. Wir freuen uns auf jeden Besuch. Also auf jeden Fall. Ein bisschen Apero muss sein. Das ist so. Das ist so. Genau. Wow. Oh, die Statistik. Statistik können wir noch zeigen. Das musst du zeigen. Das ist einfach. Es geht so. Genau. da. Also, das ist die Statistik. Ich hoffe, ihr seht es. Es geht einfach. Hier ist der Start. Genau. Und dann am Schluss, jetzt sind wir hier, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Ja, also wir haben einen Wahnsinnszuwachs bekommen. Ja. Und auch danke für die neuen Abonnenten und auf die Freude haben. Und teilt es einfach weiter. Genau, ja, so wie es jetzt immer fleißig teilen und weitererzählen. Und dann sind wir total happy. Total happy. So, also, was haben wir noch Zeit? Wir sind heute gehen wir Trauben schneiden. Ja. Heute haben wir auch noch der Weißweinprojekt gefilmt, die Hefe zu tun. Ja. Und wir sind ein bisschen hinten drin, also die Vlogs sind jetzt fast eine Woche zurück. Wir haben zwar gedreht, aber schneiden ist es nicht so schnell. Gewesen. Also drehen ist viel schneller. Gefilmt ist schneller als geschnitten. Ja, deshalb haben wir gedacht, wir würden jetzt in der Herbstzeit 1-2 Vlogs mal live machen. Also wäre für uns einfacher natürlich. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon hält, wenn wir live gehen. Ich hoffe dann, dass nicht wieder dieses doofe schwarze Kästchen kommt. Irgendwann schaffen wir das auch. Ja, aber es geht ja immer besser und schneller mit dem Einstellen. Ja. Das ist dann. Und es kann auch sein, dass wir mal so einen Live-Test machen, einfach so einen Test. Ja. Dann könnt ihr ein bisschen mitschauen und ein bisschen schwatzen und dann testen wir das mal. Genau. So ohne Nummer, einfach zu. Gut, also wir gehen jetzt ein bisschen schneiden, machen, tun. Wir sind extra ins Rebhaus gekommen, weil es draußen ja so wahnsinnig stürmt. Ihr würdet uns draußen, glaube ich, kaum hören und deshalb haben wir gedacht, das ist jetzt ein richtig schöner Ort. Genau, das Rebhaus mit, Wie auch immer. Okay. Ja, ist eine strenge Zeit, ich habe eine strenge Zeit und die Augen ringen es braucht alles Zeit. Das ist so. Ist so, also. Also, wir schweifen vom Thema ab. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht es gut. Und vielen, vielen Dank. Das machst du ich nicht. Tschüss. Machst du nicht. Tschüss. 'Stellen wir im Degustationsraum auf. Ich habe jetzt geschlossen. Und für jeden Film kommt eine Zapfe rein. Ja, voll zu. Ist einfacher, wie wenn man nachher 200 Zapfen separat auszählen muss. Ist egal. Irgendwann, also so in 2 Jahren, ist das voll. Ja, definitiv. Also macht es gut. Tschüss.